Herzlich willkommen zur Präsentation und Einblicken zur politischen Bildung zum Archiv der Flucht. Vorweg, wie in einem Live-Workshop, fahren wir hier das kollegiale Du. Das mögen wir und machen wir immer so. Was uns in der nächsten Stunde erwartet oder euch erwartet, sind 7 Konzepte zum Archiv der Flucht, Bildungsansätze zum Archiv der Flucht, 2 Tools, ein Selbstlernansatz und viele Hintergrundinfos. Und damit wollen wir auch gleich starten. Viele tolle Menschen sind hier, werden zugeschaltet, kommen ins Studio. Wir starten mit Daniel, unserem Geschäftsführer von Mediale Pfade und auch Projektleiter vom Archiv der Flucht. Daniel, erzähl uns doch mal, was verbirgt sich hinter dem Ganzen? Politische Bildung zum Archiv der Flucht. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Genau, wir freuen uns sehr, dass wir nun final und schon seit ein paar Wochen das Projekt veröffentlichen konnten, nachdem wir seit über einem Jahr daran arbeiten und das HKW, das Haus der Kultur in der Welt, seit bereits 5 Jahren daran arbeitet. Und unser Auftrag, unser Ansatz war das Archiv der Flucht, zu dem hören wir gleich nochmal mehr von Eva Stein, zu erschließen durch politische Bildung und damit zugänglich zu machen. Das Archiv sind wunderbare Interviews, wunderbare Einblicke von tollen Menschen, die eben auch eine Fluchterfahrung haben, aber eben auch viel mehr sind als ihre Fluchterfahrung. Und dazu Ansätze zu entwickeln, die es eben ermöglichen, auch Jugendlichen Zugang zum Archiv zu finden. Die sind eben nicht ganz niedrigschwellig, teilweise bis zu 5 Stunden lange Interviews. Wir wissen, dass das nicht unbedingt die übliche Nutzungsgewohnheit von vielen Menschen ist, in so langen Interviews sich zu begeben. Aber wenn wir uns eben darauf einlassen, dann können wir daraus sehr viel lernen. Genau, und so ist es entstanden. Wir sehen gleich das tolle Team, die eben die verschiedensten Ansätze erschlossen haben. Und genau, mehr zum Archiv der Flucht hören wir gleich. Ah, genau, und an der Stelle will ich noch nicht verpassen, dass wir auch gleich zum Start uns nochmal zum einen genau beim Haus der Kulturen der Welt, dem HKW, für die tolle Kooperation bedanken und zum anderen aber auch nochmal einen großen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung, deren Förderung uns ermöglicht hat, diese Ansätze zu entwickeln und als OER zu veröffentlichen. Super, danke dir.